Oh, hey, was geht ab, Leute? Hier? Oh, erstmal Glücksfreunde, aber auch Grüße gehen raus an Stefan. Neues Pokémon, Gen 5. Das Pferd, schon öfters gesehen, aber ja, noch nie gefangen. Moment, schaffe ich das mit einer Hand? Ich hoffe doch. So. Und Nerd-Ex-Eintrag. Danach haben wir noch ein paar Eier. Oh, ich sehe durch die Quest. Es ist gleich eins. Oh, sogar mehr, gell? Nee. Warte mal. Erstmal das Ei. Ein Fünfer. Was kann aus dem Fünfer kommen? Sondern. Naja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte noch schnell die IV checken. Ist aber wahrscheinlich Gott nicht schlecht. Und dann checken wir mal, was hier ist. Aber nicht drehen, weil Platz und so. Ah ja. Flug-Pokémon. Naja, machen wir trotzdem schnell. 7er Eier-Time. Nur noch heute und morgen. Das war's dann. Oh. Mann, wo nahe, Leute. Ich muss dann sagen, ich bin echt froh, dass es zu Ende ist. Weil ständig auf die Eier achten, ständig darauf achten, dass man Platz hat, nichts drehen dann. War schon nervig auf jeden Fall. Aber Fazit kommt dann eh noch. Da seht ihr auch, wie viele Sachen ich gebrütet habe, wie viele Brenter, wie viele Taugos und so weiter. Phantimos nicht, weil die habe ich schon wieder weggeschmissen. Das war's auch schon. Nur 3 Eier. Der Gast kommt gleich noch. Noch ein Click Raid. Check das Video von gestern ab. Da haben wir ein Shiny bekommen. Zu heftig. Aber jetzt brauche ich noch einen 100er. Und die Arena-Punkte natürlich. So, das ging schnell. Der ist relativ hoch. Schauen wir doch mal. Der ist relativ hoch. Aber nicht shiny, das wäre auch zu heftig gewesen. Ich glaube, es ist irgendwas im 40er Bereich. Könnte ein 98er sein. So, schauen wir mal. Noch ein bisschen fehlt. Schade. Ich habe unterwegs beim Arenenmachen ein paar Kollegen getroffen, die haben mich hier mit zu einem Mewtwo-Raid geschleppt. Und einer der Kollegen übrigens Glücksfreunde. Grüße gehen raus. Das heißt, jetzt wird erstmal saftig getauscht wieder. Der Kollege kriegt ein Shiny Mewtwo. Das ist ein guter Kollege, alte Zeiten, checkt das Video ab. Vom ersten Wasser-Event, wo fehlerhaft Dratini und Dragonier in Massen gespawnt sind. Er hat mich gerufen und dann sind wir direkt losgefahren. Sehr, sehr episch. Deswegen kriegt er ein Shiny Mewtwo. Vielleicht kriegen wir jetzt erstmal direkt ein. Den können wir direkt weiter vertauschen. Nein!
keiner. Und Fasim haben wir auch am Start. Können wir das Glück weiterführen hier? Kein Kommentar hier. So. Schau mal da. Ich habe kein gutes Gefühl, deswegen kommt glaube ich auch nichts. Ich spüre es nicht. Und so, bist du bereit? Ja. Ich? Ja, warte, ich bin. Schau mal, ich habe hier einen 75er, Alter, der muss gefangen werden. Fährt er hier? Alter, 75. Ja, ja gut, nicht das Disco-Handy da. Das ist die Liebe. Für dich, Mann. Für dich. Ja, einen guten Digga. Dein Pokémon kann nicht getauscht werden. Moment, sag, da ist noch Stern drin. So ist es. Dann gönn dir den. Also gönnen wir uns einen 100er. Auf geht's. There we go. Na, Stern ist raus. Nicht getauscht werden. Doch, doch, jetzt geht's. Zug drauf, jetzt geht's. Jetzt da. Ja, jetzt geht's. 40 Stück. Okay, das muss sein. Das geht. Ich bin dabei. Und? Auf. Ich kann hier nicht, aber bei dir. Oh, 51. Wer ist nicht deine Antwort? Ah, das ist auch nicht toll. Von den Kollegen verabschiedet. Wir haben 3 Raids mitgenommen. Relativ erfolglos, aber ich glaube bei jedem leider. Schade. Den anderen noch viel Glück, die machen noch weiter. Aber wir haben jetzt hier erstmal ein paar Eier. Und dann noch so ein kleines Thema. Und Tauros, 100er, gib ihn mir. 97, glaube ich. 82, leider nicht. Janma? Oh, nee, nicht geschafft. Und dann müssen wir noch 1-2 Runden Bus fahren, um heute noch eine gute Chance auf Shiny Janma zu bekommen. Chance soll 1 zu 150 sein, was halt besser ist als normal. Also sollten wir auf jeden Fall heute noch mitnehmen. Das war's auch schon. Ja, der Rest braucht noch. Die sind so unregelmäßig zusammengeschnitten. Auf jeden Fall das andere Thema war... Oh, nee, da ist doch noch eins. Das andere Thema war... Ah, egal, darüber reden wir später. Taugos, 100er, gib ihn mir. Nein. Unser Bus, Leute, müssen wir aber schaffen. Und eigentlich haben wir auch ein paar Eier am Start. Video zum Bus könnt ihr gerne abchecken. Das ist der Shiny Bus. Eine gute Route hier in München, wahrscheinlich die beste für so Last-Minute-Sachen, Stops gehen, Geschenke sammeln und Shinies jagen. So, schauen wir mal. Die letzten paar Eier heute, glaube ich. Immer dieses Taugos. Am Anfang war der echt selten bei mir. 74, leider nicht ganz. So. Danke. Kamera. Wir sind auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. Es war erfolgreich. Deswegen nennen wir es auch den Shiny Bus. Ein Shiny Janma bekommen. Wie gesagt, die erhöhte Chance wollte ich unbedingt nutzen und dafür ist der Bus halt perfekt. Auch sehr, sehr viele andere dort getroffen. Also
Bus 62, Leute. Vertraut mir. Shiny Anmar. Gestern noch bekommen. Bus 62. Checkt das Video ab. Wenn ihr irgendwie noch schnell das Event nutzen wollt, für das Shiny, Geschenke sammeln wollt, schnell irgendwie Stops drehen, was weiß ich. Bus 62. Und man trifft da so viele Leute. Früher ist man zum Bordeaux-Platz gegangen oder Parsing. Hat da die ganzen Leute getroffen. Jetzt trifft man sie. Bus 62. Auf jeden Fall habe ich mir einen noch ergattert. Einer reicht mir. Lucky Tosh, Yanmar Shiny gegen Yanmar Shiny. Falls irgendjemand Interesse hat. Unterwegs im Bus natürlich ein paar Eier gebrütet. Konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil Leute neben mir saßen zum Beispiel. Aber ihr habt nichts verpasst. Also Ausbeute gestern, eiertechnisch nichts Gutes dabei. Aber nach dem Knaller von gestern, puh, da kann ich auch nicht mehr viel erwarten. Heute ist der letzte Tag vom Bonus. Wir sind um 20 Uhr, 21 Uhr live. Schaut vorbei. Bis 22 Uhr und dann ist vorbei, Schluss. Ich versuche nochmal mein Glück. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein Shiny Regionales, was nicht Partimus ist. Habe ich zwar noch nicht, aber will ich auch nicht unbedingt aus den Eiern. Fange ich mir lieber wild. Aber wie gesagt, schauen wir mal, was wir heute noch brüten können. Und dann kommt noch so ein Fazit. Da schauen wir uns an, wie viele Eier ich gebrütet habe. Also ungefähr, ich weiß nicht ganz genau natürlich. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Tauros ich bekommen habe, wie viele Pogenta ich bekommen habe, wie viele Kangama ich bekommen habe und wie viele davon Shiny sind. Und allgemein die ganze Ausbeute waren ja jetzt echt eine Menge Sachen, die ich in der Zeit gebrütet habe, gefangen habe. Das schauen wir uns alles auf jeden Fall nochmal an. Jetzt geht's erstmal raus. Letzten Tag brüten. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.